Seinen Hufen ulkige kleine Wolkenkügelchen hochwirbelt, die dann aussehen wie kleine Klümpchen. Ja, und dann gibt es noch Rudolf. Er ist ein ganz besonderes Rentier, der auch nur zu ganz besonderen Gelegenheiten angespannt wird. Ich traf Rudolf, als ich bei der Rentierherde am Nordpol neue Tiere suchte, die meinen Schlitten ziehen sollten. Alle Rentiere sprangen um mich herum, um mir zu zeigen, wie stark und kräftig sie sind. Nur Rudolf stand ganz weit abseits, ganz traurig und mit hängendem Kopf. Und ab und zu tropfte ihm sogar eine kleine Träne in den Schnee. Ich ging zu ihm und fragte, warum er mir nicht wie die anderen Tiere sein Rentierkönnen zeige. Da erzählte er mir, dass alle anderen ihn nur necken und wegstoßen würden. Und das schon seit seiner Geburt. Und alles läge nur daran, weil er anders aussähe als die anderen Tiere. Und tatsächlich, Rudolf ist das einzige Rentier, das ich jemals gesehen habe, das eine leuchtend rote Nase trägt. Ja, ihr Lieben, was soll ich euch sagen?
Ich habe Rudolf einfach mitgenommen. Und nun zieht er zu den ganz besonderen Gelegenheiten, vorne an der Spitze laufend, meinen Schlitten. Und wenn ihr am Weihnachtsabend einen kleinen roten Lichtpunkt am Himmel seht, das ist Rudolf, das Rentier mit der roten Nase. Well, you know, Dasher and Dancer and Prancer and Vixen.